Es sind 39 Grad draußen. Und es werden bald noch mehr. Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Die neue Leiterin des Instituts für Mikrobiologie der Charité, Dr. Maral Safadi. Ich freue mich wirklich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Deine Reform ist unerträglich. Das ist nicht meine Reform. Stopp die Reform! Stopp die Reform! Die Leute müssen Eigenverantwortung übernehmen, damit sie länger gesund bleiben. Die, die es sich leisten können. Die Charité wäre nicht die Charité, wenn sie nicht immer wieder neue Wege gehen würde. Das sind Locked-In-Patienten. Und was machst du mit denen? Wir machen Übungen in einer programmierten Umgebung. Und wenn wir das oft genug machen, dann können sie sich vielleicht irgendwann wieder im richtigen Leben bewegen. Was wäre, wenn wir auch jede andere tödliche Krankheit besiegen könnten? Wenn man als Ärztin helfen könnte, aber nicht darf, weil irgendwelche Punktesysteme nicht stimmen. Willkommen in der Schattenklinik. Wir haben es hier mit einem vollkommen neuartigen Bakterium zu tun. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Mann ist bei uns im besten Händen. Du bist die Expertin. Was ist deine Empfehlung? Wenn du noch höher dosierst, dann stoppt er. Sag, Sie wissen Sie eigentlich überhaupt noch, was Sie hier tun? Du hältst dich nicht an unsere Verabredungen. Und ich treffe hier die Entscheidung. Denn Charité heißt Barmherzigkeit.